Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und heute zeige ich dir, wie du deinen Fimukin noch retten kannst, wenn er abscheulich ist. Ich möchte hier absolut keine Versprechen abgeben, aber ich denke, es macht immer Sinn, es zumindest auszuprobieren, bevor man es zur Restekiste legt. Gut, legen wir los. Ich zeige euch in diesem Video, wie dieser Fimukin entsteht. Am Anfang ist er noch brauchbar, ich quetsche ihn aber ganz zum Schluss und retten ihn quasi dann in einen neuen Cane. Los geht's! Ab hier beginnt das bewusste Verformen, das heißt, wir haben jetzt einen verformten Cane. Was machen wir damit? Wähle eine Hintergrundfarbe für dein Muster. In meinem Fall habe ich mir lila überlegt und daher wähle ich auch lila als Farbe rund um den verformten Cane. Ja, und dann geht die Rollerei auch schon los. Ich rolle den Cane jetzt so lange, bis ich wirklich Minimum 10 einzelne Stränge habe, die ich zusammengeben kann. Du wirst das gleich sehen. Mehr ist natürlich immer besser, aber 10 sind schon super. Wenn du dann ein paar gleiche Stränge hast, gibst du sie einfach zusammen, also du quetschst sie einfach auf eine Rolle.
und achte darauf, ob der Rand rundherum auch wirklich gleichmäßig lila erscheint oder ob er schon gewisse andere Farben darin enthält. Bei mir hat er schon ein bisschen rosa Stich zum Teil, das heißt, ich wickle ihn nochmal in eine Schicht lila. Wir wiederholen nun den Ausrollvorgang und wir machen das Ganze so lang, bis wir ca. 5 Stränge zusammen haben. Alle Stränge wieder fest zusammenkleben, jetzt sieht es schon fast aus wie eine Blume, also eine Blume macht man ja auch genau so. Und wenn du das ein wenig gedrückt hast, kannst du es auch schon ausrollen. Diesmal ist der Rand lila perfekt, das passt so, ich brauche nicht noch eine Schicht lila. Ich schneide jetzt bei den Rändern so lange zu, bis ich sehe, dass das Ergebnis in Ordnung ist. Wie bereits erwähnt, habe ich mir die Farbe Lila als Untergrund ausgesucht und das rolle ich jetzt flach aus. Von unserem recycelten Cane schneide ich mir immer feine Stückchen ab, diese lege ich mir auf die Platte und steche mir kleine Blümchen aus. Es muss natürlich wie immer kein Blümchenausstecher sein oder das, was ich verwende. Bitte fühl dich immer frei, das zu nehmen, was du eben auch zu Hause hast oder was dir besser gefällt. Ich rolle jetzt meinen kleinen Blümchenteppich vorsichtig aus. Die Formen verformen sich natürlich ein bisschen, sie werden alle ein wenig größer. Bitte denk daran, wenn du es ausrollst. In diesem Fall war es so gewollt, aber in manchen Fällen muss man das vielleicht eventuell bedenken. Ich wollte hier noch nachträglich einen kleinen Blütenstempel setzen, so als Akzent, und habe mir dafür viel Musahara, ein wenig ausgerollt zu einer Schlange, und mache kleine Kügelchen, die ich dann in der Mitte der Blüte platziere. Danach nochmal vorsichtig glatt rollen und dann kann sich das Ergebnis endlich schon sehen lassen. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Und wie gesagt, der Cane verschmilzt super mit dem Hintergrund. Das ist eben ein Nebeneffekt, der ziemlich cool ist. Und egal wie schlecht dein Fimo Cane vorher ausgesehen hat, ich denke, jetzt ist er trotzdem ganz cool. Nach dem Backen und Auskühlen habe ich alles mit einem feinen Schleifpapier noch ein wenig abgeschliffen auf beiden Seiten und an den Rändern speziell und im Anschluss auch auf beiden Seiten lackiert. Also jeweils getrocknet und dann wieder lackiert.
Fimo Glanzlack eignet sich hier hervorragend. Mit dem Handbohrer habe ich dann noch Löcher gesetzt, wo sie eben benötigt wurden für die Biegelringe. Manchmal habe ich so das Gefühl, es wäre besser, ich würde im Vorfeld mit dem Zahnstocher wieder Löcher machen. Manchmal denke ich mir, mit dem Handbohrer sind sie sauberer. Ich kann mich noch nicht so entscheiden, was hier besser ist oder was schöner. Aber ich versuche mich so an beiden Varianten gerade. Ja, und ich verbinde hier meine beiden Teile mit einem Biegelring und auf den runden Teil kommt dann hinten der Ohrstecker noch dran. Den befestige ich übrigens mit Sekundenkleber. Hier sieht man das ganz gut. Seit neuestem raue ich die Ohrsteckerrohlinge ein bisschen an. Ich habe das Gefühl, die halten dann besser. Und ich befestige sie erst dann im Anschluss mit Sekundenkleber. Die optimalste Variante wäre hier beim Backen die Ohrstecker schon mit einzubinden, das heißt ein Stückchen Fimo nochmal darauf zu setzen und so in den Ofen zu geben. Angeblich halten sie dann am besten. Ja. Genau, so sieht das fertige Ergebnis aus. Ich bin mega zufrieden damit. Natürlich war mein Cane jetzt kein echter Fehlcane. Aber ich habe versucht, ihn gut darzustellen, habe ihn verformt und ich denke, die Variante, die funktioniert einfach mit allem. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ciao! I need to know, yeah.